Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin-Tutorial-Review. Und zwar heute mit dem Plugin Bungee Chat. Was kann Bungee Chat? Bungee Chat hat einmal die Option, dass ihr Nachrichten über euer Netzwerk schicken könnt, private, also ohne dass andere Leute lesen können. Dann globale, das ist so, dass jeder lesen kann auf dem gesamten Netzwerk. Ja, Broadcast Option, dann für Admins, also Spy Commands, dass man die Nachrichten mitlesen kann. Dann könnt ihr Spieler muten, ihr könnt ihnen Präfix verpassen. Dann Join and Leave Messages und ja, Farbcodes werden auch unterstützt. Und das funktioniert alles über ein ganzes Netzwerk. Das ist nämlich diesmal ein BungeeCop Plugin, kein normales Server Plugin, das heißt, es wird auch nicht im Server-Ordner installiert, sondern im Bungee-Code-Ordner, aber das zeige ich dann gleich. Kommen wir zu den Commands und den Permissions. Ich werde nachher nicht alle zeigen, aber jetzt einmal alle erklären. Mit /message könnt ihr einem anderen Spieler eine private Nachricht schicken. Und dafür braucht ihr dann die Permission bungeechat.msg. Wollt ihr jetzt eine farbige Nachricht senden, müsst ihr auch noch der Gruppe bungeechat.colors geben, damit sie das auch nutzen kann. So, das nächste Command ist /reply. Damit könnt ihr, wenn ihr eine Nachricht von jemandem erhalten habt, könnt ihr damit sofort antworten. Und braucht nicht wieder /message und einem anderen Spielernamen, sondern einfach /reply. Und dafür braucht ihr auch bungeechat.msg. Social Spy erlaubt euch halt Admins oder Supportern private Nachrichten zu sehen, die über das Netzwerk geschickt werden. Das Global Command erlaubt euch, über das ganze Netzwerk zu senden. Also wenn ihr mit /global und eine Nachricht angibt, dann sehen das alle Spieler auf dem ganzen Netzwerk. Das heißt, habt ihr zum Beispiel auch SG-Server in eurem Netzwerk, würden die auch diese Nachrichten sehen. Vom Hub zum Beispiel oder von Lobby. Dafür braucht ihr bungeechat.global. So, haben wir /broadcast. Damit können Admins auch also Nachrichten sogar senden, so wie global. Und ja, ist eigentlich an sich sogar fast das gleiche. Wenn ich mich nicht irre, ja. Also es funktioniert genau gleich. Aber trotzdem lässt man das ja für Admins. Deswegen auch bungeechat.alert. Dann haben wir den Stuff Chat. Erlaubt euch alle, die also erlaubt allen, die diese Permission haben, sage ich mal, zu chatten. Also wenn man diese Permission hat und jemand schreibt mit diesem Kommando und jemand anderes hat die auch, dann sieht er. Nur dann sieht er diese Nachricht. Ansonsten hat er die nicht, sieht er sie nicht. Und dann gibt es auch noch die Permission hier, also man braucht als erstes die schon zum Schreiben. Und dann auch nochmal die bungeechat.staffchat.view. Die ist dann nochmal explizit genau dafür da, damit man auch, um sicher zu gehen, dass man auch die Nachrichten sieht. Also am besten, ja, dem Supportern, nicht Admins, nicht unbedingt, die haben ja eh fast alle Permissions, diese beiden Permissions geben. So, mute. Ja, sagt eigentlich schon alles. Man kann Spieler auf dem Netzwerk muten. Das heißt, sie können keine Kommandos ausführen, die man in der Config gesetzt hat, oder sie können auch nicht schreiben. Und dafür braucht ihr die Permission bungeechat.mute. Unmute macht das natürlich als rückgängig und dafür braucht ihr bungeechat.unmute. So, setPrefix erlaubt euch, einen Spieler ins Präfix hinzuzufügen oder zu entfernen. Und ja, dafür bungeechat.setPrefix. Die Join-Message erlaubt euch, ja, eine Join-Message zu setzen, zu erhalten. Und damit ihr die wahrscheinlich auch seht,
Bungee Shell.Join Message. Das gleiche auch bei der Leave Message. Slash MSG Toggle. Damit könnt ihr ein- und ausschalten, ob ihr Nachrichten erhalten wollt oder nicht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einer zu euch zuspammt, gebt ihr einfach slash MSG Toggle ein und dann kann er euch, erhaltet ihr seine Nachrichten nicht mehr. Wenn jetzt aber zum Beispiel ihr das grundsätzlich ausgeschaltet habt, aber ein Supporter möchte euch anschreiben, dann müsst ihr dem Supporter diese bungeechat.msg.bypass-toggle-permission geben. Damit erhält dann der Spieler, der andere, trotzdem die Nachricht vom Supporter. Ja, und für das Toggle-Command braucht ihr bungeechat.msg.toggle. Ja, slash bvanish erlaubt dem Spieler, sich von der Tab-Liste und von dem Nachrichtensystem zu verstecken. Und hier können auch wieder Supporter die Permission bungeechat.vanish.c bekommen. Und damit sehen sie auch die Leute, die versteckt sind. Um dieses Verstecken-Command auszuführen, braucht ihr bungeechat.vanish. Das kann zum Beispiel sehr fatal für YouTuber sein. Dann können sie sich einfach verstecken. Aber die Supporter und Admins sehen sie trotzdem. So. Das war's auch soweit schon mit dem Commands. Und ja, dann würde ich sagen, ich müsste das einfach herunterladen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Bungee Chat 1.0.10. Und ich habe ein Testnetzwerk angelegt. Wie ihr einen Testserver anlegt, habe ich ja schon mal ein Tutorial gezeigt. Das werde ich auch unten verlinken. Und diesmal brauchen wir aber nicht nur einen Server, sondern zwei Server Minimum und Bungee Cord. Bungee Cord ist ein Proxy-Programm, was diese beiden Server miteinander verbindet. Das heißt, es erlaubt euch, von dem Server auf den zu springen, ohne direkt das Netzwerk zu verlassen. So. Ich habe jetzt hier einmal Grundsachen, also einmal den Bungee Cord grundsätzlich erstellt. Dann in der Config alles eingerichtet, das zeige ich aber gleich nochmal. Und jetzt starten wir erstmal das Plugin. Das heißt, wir kopieren das Plugin nicht in die Testserver, sondern in den Bungee Cord Ordner und starten es einmal. Starten einmal die Proxy. Sind wir schon 10 Sekunden, dauert das. Und jetzt sehen wir auch schon Bungee Chat Enabled Features, Private Messenger, Social Spy, Bungee Alert, Global Chat, Staff Chat, Bungee Mute, Network Join Message, Network Leave Message, Bungee Help OP und Bungee Vanish. Jetzt können wir das auch wieder stoppen. Das machen wir mit And. Nicht Stop, sondern And. Einfach nur And. Plugins, und jetzt haben wir auch schon einen Bungee Chat Ordner. So. Wir nehmen Mute und Präfix. Ordner müsst ihr nichts reinschreiben, die werden automatisch. Das heißt, das ist einfach nur ein Ordner, eine Datei, wo zum Beispiel die Leute, die gemutet werden, gespeichert werden. So, kommen wir zur Config. Hier könnt ihr jetzt alles Mögliche, die Nachrichten ändern, die Farben. Das werde ich aber erst einmal so lassen. Hier könnt ihr dann die Messages zum Beispiel auch in Deutsch ändern. Haben wir hier zum Beispiel muted, sorry, but you can, also wenn man selbst gemutet ist, wird diese Nachricht erscheinen, sorry, but you cannot talk because you are muted. Und das geht dann immer so weiter. Hier können wir die Kommandos ein- und ausschalten. So, zum Beispiel, ich möchte nicht, dass das Broadcast-Kommando funktioniert. Social 2 finde ich auch nicht gut. Dann, ja, Staff Chat mag ich auch nicht. Und so weiter und so weiter. Options haben wir einmal Global ist Default Chat, das heißt, dass, ja, wie erklärt man das jetzt am besten, dass der Standard Chat immer der globale Chat ist, ja. Besser kann man es jetzt so nicht erklären. Es stört mich sehr fort, weil es an sich nichts bringt. Das ist jetzt praktisch, wenn ihr mehrere Chats habt, so gesehen, und dann wird immer dieser globale Chat als Hauptchat genommen und jedem angezeigt. So, und jetzt kommen wir dazu, wenn man gemutet ist, welche Kommandos man nicht ausführen kann. Haben wir slash message, Kürzel, slash msg, slash whisper, slash tell, slash global, slash reply und so weiter. Da könntet ihr jetzt aber auch zum Beispiel, wenn das Kommando, lasst mich kurz überlegen, help habt und der ist und die gemutete Person darf nicht das help-Kommando nutzen, könnt ihr auch help dazu schreiben. So.
Bringt zwar nicht viel, aber es wird funktionieren. Das war's jetzt auch schon mit der Config. Und jetzt kommen wir einmal zu der Config, also zu der rein Bungee-Code-Config. Und zwar, bei normalen Servern kennt ihr es ja wahrscheinlich, habt ihr ein Permission-Programm wie Permission X oder B-Permission oder so etwas in der Art. Hier ist es ein bisschen, ja, komplizierter. Und zwar, oder nee, nicht unbedingt kompliziert, aber hier funktioniert es anders. Und zwar haben wir hier Permissions. Und hier haben wir die Gruppen. Wir haben eine Default-Gruppe, Standardmäßig und eine Admin-Gruppe. So. Die Admin-Gruppe hat natürlich auch die Permissions von der Default-Gruppe. Ist klar soweit. Und ja, und hier könnt ihr zum Beispiel einfach die Permissions eintragen. Ich sag jetzt mal, bungeechat.msg möchte ich da drin haben. Und den Reply möchte ich da drin haben. Ja gut, sind natürlich ein dieselben Kommandos. Habe ich gerade nicht nachgedacht, aber okay. Und dann möchte ich für den Administrator, also für die Admins, möchte ich einmal die Mute Permissions, also Bungee Chat Mute und Unmute haben. Und ja. Das heißt, die normalen Nutzer könnten jetzt chatten, also slash message und slash reply könnten sie nutzen und die Admins könnten mute und unmute nutzen. So. Standardmäßig ist jeder Spieler ein Default-Spieler und möchtet ihr jetzt einen Spieler in diese Admin-Gruppe zuweisen, müsst ihr hier oben bei Groups nicht erst die Gruppe eintragen, sondern erst den Spielernamen, also in meinem Fall Herbie2212, und dann die Gruppe darunter. Heißt jetzt zum Beispiel euer Charakter Heinz Gustav. Dann müsstet ihr da Heinz Gustav schreiben, Doppelpunkt, und dann in die Admin-Gruppe schieben. So. Kann weg und speichern. Ja, hier habe ich dann den Standard-Port eingestellt, hier auch den Host, dann den Standard-Server, Test-Server 1 in meinem Fall und den Fallback-Server. Sollte ein Server ausfallen, fällt er auch auf den zurück. Hier könnte man noch Force Default, das heißt, ihr müsst wird immer auf diesem ersten Server landen, ist praktisch, wenn ihr einen Lobby-Server habt. Und ja, und hier unten habe ich dann die Server festgelegt. Das heißt, Test-Server 1, Test-Server 2. Möchtet ihr auch nochmal ein genaueres Tutorial haben? Wie Bungee Code weiter funktioniert, die weiteren Optionen. Schreibt es gerne nochmal bitte in die Kommentare und dann werde ich auch nochmal ein Tutorial dazu machen. So, dann haben wir das alles geändert und starten die Proxy. Hier in dem ersten Testserver ist nichts drin, der Ordner ist leer. Und hier in den Properties müsst ihr nur darauf achten, dass ihr den Serverport ändert. Weil der muss anders sein als der vom Bungee Cord. So, ich guck mal. Okay, hier haben wir jetzt, sehen wir auch schon, hier hat er den Bungee Alert rausgenommen und deswegen fehlen jetzt hier auch einige Sachen. Dann starten wir den Server einmal, den ersten Test-Server und unseren zweiten Test-Server. So, ich beende das hier mal erst kurz. Weil der will gerade nicht starten. Ich frage mich gerade, wieso. Mal hier ein bisschen schließen. Was habe ich denn hier alles offen? Okay, jetzt geht's. So, jetzt startet der Server auch. Wir können das hier zumachen. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Und ich habe jetzt hier zweimal Minecraft. Hier haben wir jetzt auch schon Tutorial Test Server. Da, zwei Slots. Joinen wir einmal mit dem Charakter. Und ja, jetzt hatten wir einen kleinen Fehler. Und zwar, weil der Server noch im, also die Proxy ist noch im Online-Modus. Nein. Tut mir leid. Ein wichtigeres Detail, was ich gerade vergessen hatte, ist, ihr müsst jeden von euren Test-Servern in den Offline-Modus schalten. Also hier, Online-Mode to False. Das ist auch recht ungefährlich, weil
die Spieler ja nicht auf diese Server direkt joinen, sondern sie müssen immer durch diese Proxy durch. Und wenn diese Proxy auf Online-Mode ist, dann kommen auch nur Online-Spieler auf. Das heißt, ihr seid trotzdem vor gecrackten Spielern geschützt. Obwohl die Server im Offline-Modus sind. Das müsst ihr aber machen, da sonst Bungie Cord hier mehr oder weniger, wie man gerade gesehen hat, Fehler ausspuckt. So, ich schließe das einmal den Ordner jetzt wieder. Die Server starten beide. Jetzt kann ich das, können wir die minimieren. Ich lasse Bungie Cord offen. Wir joinen mit dem ersten, so. Test join the game. Genau. Hier haben wir auch schon wieder einen zweiten Test-Server. So. Und jetzt bin ich auch mit meinem Admin-Account drauf. Erstmal Timeset 0 Tag machen. Da oben steht der andere Account. So. Und jetzt hatten wir, wie wir schon gesehen hatten, slash message. Mal gucken, ob wir uns da. Hier sehen wir schon incorrect usage. Message, dann Test. Und hi. Wie geht's? So, jetzt sehen wir schon. Ich, also you zu Test, das können wir auch später noch ändern. Wie geht's? Dann können wir hier slash R oder slash reply. Gut. So, und dann würden wir Test zu mir, also you zu Herbie und Test zu you, also mir. Gut. Wenn ich jetzt slash mute und dann Test mache, sind wir schon im Test. Has been muted. Wenn ich jetzt hier slash reply, sorry, but you cannot talk, you are muted. Wenn ich jetzt versuche, den Admin zu muten, slash mute Herbie, you don't have the permission to execute this command. Und slash help können wir auch nicht nutzen. Ach doch, stimmt. Doch, das ging. Und dahin ist ein Creeper. Naja. Und jetzt unmute ich ihn wieder. Jetzt kann ich auch wieder schreiben. Slash SG. Hi. Ach nee. Herbie. 212. Hi. Okay. So. Das war es an sich dann auch schon von dem Plugin. War jetzt ein relativ langes Tutorial im Gegensatz zu sonst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, hilft mir immer. Und damit seid auch immer auf dem laufenden Stand. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Plugin-Tutorial. Oh, Creeper. Sehen wir uns beim nächsten Plugin-Tutorial. Schönes Silvester euch allen. Und ja, dann tschüss.